Und dann willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werde ich mal wieder ein paar mehr Themen mit euch mal wieder besprechen. Und zwar geht es um das Fazit zu dem Gewitter am Mittwoch, was wirklich mal wieder extrem gut war. Und genau, und dann werde ich über die kommende Woche sprechen, wo ja die Hitzewelle kommen soll, von über 35 Grad oder vielleicht sogar 40 Grad. Und mit der anschließenden möglichen Gewitterlage. Und genau, fangen wir einfach mal mit dem Fazit an. Das Gewitter, das war einfach nur mega gut. Das Gute war, das war nach der Schule passiert. Ich bin erst die ganze Zeit so ein bisschen hin und her gefahren, weil ich mir immer noch nicht ganz sicher war, was tue ich jetzt. Wollte eigentlich hier Richtung Norden fahren, aus dem Berg, und dann wollte ich halt gucken, ob das halt von Osten hereinzieht, weil das sah vom Wetter online halt bei dieser quasi Simulation, sage ich jetzt mal, oder wie nennt sich das denn? Bei dieser, keine Ahnung, ihr kennt das ja, da kann man in die Zukunft quasi gucken und dann kann man gucken, wie das Wetter wird. Dann habe ich halt geguckt, wo die Gewitter halt, wo der Schwerpunkt halt kommt. Aber das war doch ein bisschen anders. Das kam doch ein bisschen anders. Und dann bin ich halt erst hier Richtung Norden gefahren, Richtung Marsberg quasi. Weil ich halt gesehen habe, von wegen, dass da ein mächtiges Starkregengebiet halt kommt und da könnte sich halt draußen Gewitter bilden. Da waren noch einzelne Blitze schon dabei. Ja, und dann konnte ich noch ein paar schöne Bilder machen von der Zelle. Und dann hat sich das aber wieder abgeschwächt. Dann habe ich mich dazu entschieden, wieder zurückzufahren. Also ich bin quasi die ganze Zeit hin und her gefahren. Das war total dumm eigentlich. Ja, und dann habe ich gesehen, dass sich südlich von mir was gebildet hat. Dann hat sich auch ein kleines Gewitter entwickelt. So etwa südlich von Korbach war das. Und dann hat es auch mächtig geschüttet. Von Weitem sah es auch schon echt bedrohlich aus, weil es zu dunkel schon war. Ja, und dann bin ich dann, wie gesagt, Richtung, habe ich dann den Schluss gefunden. Habe ich mich dann entschieden, jetzt habe ich es, halt nach Gießen zu fahren, Richtung Gießen unterwegs. Da war ich dauerhaft gefühlt im Starkregen, weil das halt einfach quasi so eine Starkregenlinie. Und da hat es aber wirklich durchgehend geschüttet und das war echt schon heftig. Ich habe halt mal wieder während der Fahrt gefilmt. Okay, das ist natürlich eigentlich nicht gut, aber ich muss das einfach mit euch teilen. Ich habe leider nicht so die Möglichkeit zu filmen im Auto, das ist leider ein bisschen doof. Ich leider jetzt nicht so viele Kameras. Oder halt Navi oder sowas, wo ich dann mit deutlich einfacher dann ans Ziel kommen würde, als ständig mit dem Handy halt alles zu machen. Aber naja, das Leben ist nicht immer einfach und naja, mehr keiner vom Niveau halt. Ne? Ja, auf jeden Fall, da habe ich unterwegs nochmal kurz angehalten, weil ich halt von außen her sehr, sehr krasse Wolkenformationen, halt Wolkenstrukturen sehen konnte. Das sah echt schon teilweise sehr furchteinflößend aus. Weil das hatte schon einen Anschein, als wäre als wäre eine Schelfkraut auf einen zukommen würde. Das wäre auch bestimmt so gewesen, weil halt so extreme Quellwolken wieder mal waren darunter, unter dieser Wolkenfront. Also das sah schon echt extrem gut aus. Ja, und dann bin ich dann wieder weitergefahren. Und als ich in Gießen ankam, das war wieder bei Lange, das war genau an der gleichen Stelle, das war total lustig. Also ich bin da angekommen. Und dann dachte ich mir so, das kenne ich doch irgendwo her, ne? Ja, und dann war das halt genau das, wo ich halt schon mal war. Und da bin ich halt genau auf so einen Feldweg gefahren, der war, glaube ich, exakt in einem sehr hohen gelegenen Ort. Und da habe ich ja wirklich eine sehr, sehr gute Sicht gehabt. Da konnte ich, keine Ahnung, ich glaube, über 5 Kilometer gucken, 10 vielleicht sogar. Also das war echt schon ziemlich gut. Und dann habe ich die Schelf halt schon auf mich zusehen sehen. Auf mich zukommen sehen und das sah auf jeden Fall schon sehr vielversprechend aus, weil es einfach auch durchgehend geblitzt hat. Also es gab echt viele Blitze, auch Erdblitze waren einige dabei. Und genau, da gab es auch ein paar, die positiv waren. Der stärkste hatte da, glaube ich, 46 kA oder sowas, aber der war doch deutlich weiter weg. Und genau, es war eigentlich quasi so, je näher es gekommen war, desto weniger wurden die Blitze, aber es kam immer noch trotzdem sehr, sehr schöne. Und auch Erdblitze. Und da gab es einen, der ist recht nah eingeschlagen sogar. Der war etwa 3 Sekunden weg. Also etwa 1 Kilometer. Und der hat einen schönen negativen Knall erzeugt. Der hatte minus 44 kA. Hatte war ja auch schon mal ein Blitz, der minus 44 kA stark war. Es war ein Wolkenblitz. Also darüber habe ich mich schon echt sehr gefreut. Und genau, als das vorbei war, habe ich mich dann dazu entschieden, nach Norden zu fahren. Also quasi wieder Richtung zu Hause, weil sich östlich von dieser abgeschwächten Zelle noch eine gebildet hatte. Und die hat es aber nicht mehr ganz so weit geschafft. Auf jeden Fall war die auch trotzdem groß geworden. Und dann ist die halt Richtung Frankenberg gezogen, wo ich dann auch kurz vorher angehalten habe. Da konnte ich noch schöne Blitze noch zum Schluss noch filmen. Das
richtig schöne Wolkenblitze waren das und die waren auch recht nah dran sogar. Genau, und als das vorbei war, bin ich dann nach Hause gefahren und dann gab es ebenfalls noch ein Gewitter. Ne? Das war echt lustig. Ich bin quasi den Gewittern immer hinterher gefahren. Das hat mich echt sehr überrascht, muss ich sagen. Ja, und dann, als ich hier ankam, wie gesagt, dann hat es hier ebenfalls ein Gewitter gegeben und dann gab es auch noch ein paar schöne Blitze. Also, sagen wir mal, es waren recht normale Blitze eigentlich. Und dann war der Tag eigentlich gelaufen. Also, es war echt extrem gut gewesen. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass das wirklich so kommt. Vor allem das Lustige war ja, es wurde keine Vorab-Information rausgegeben. Jetzt habe ich es geschafft. Und für Donnerstag gab es aber eine, obwohl es da deutlich weniger Intensität war als Mittwoch. Also das habe ich nicht ganz kapiert, warum das so war. Auf jeden Fall, es gab da viel mehr Gewitter. Das war wirklich so verbreitet. Das war ja wirklich komplett der ganze Westen im Prinzip, die Mitte, Süden auch zum Teil. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Naja gut, es soll mir auch egal sein. Ich habe einen Gewitter filmen können, das ist die Hauptsache. So, ich glaube, das war's jetzt. Obwohl nicht, es gab in den letzten Tagen auch immer mal wieder so einzelne kurze Gewitter, besonders im Süden, wo es ein bisschen wärmer war. Da gab es immer noch ein paar Gewitter, die entstanden sind. Und genau, jetzt gehe ich, würde ich sagen, nächste Woche über, wo ja die Hitzewelle kommen soll, ab dem Wochenende. Ja, und auf jeden Fall soll jetzt auch schon ab dem Montag jetzt, also ab morgen schon, ich weiß nicht, wann das Video heute online kommen wird, soll es ja auch schon deutlich wärmer werden, auch schon bis zu 28 Grad, glaube ich, oder 29. Ja, und das, es gibt noch so einen kleinen Schönheitsfehler, das ist dieses Höhentief, oder dieser Kaltlufttropfen nennt er sich. Das könnte sich eventuell das Wettergeschehen von Deutschland einmischen. Das heißt, dass eventuell der Osten möglicherweise, also es kommt halt darauf an, wie das halt zieht. Je nachdem, wenn es weiter nach Westen kommt, gibt es weiter nach Westen her vielleicht auch Schauergewitter. Oder wenn es halt weiter östlich ist, dann halt nur im äußersten Osten, sage ich jetzt mal. Aber da ist man halt sich noch nicht ganz sicher, wie das sich entwickelt. Das muss man halt erst abwarten. Dann kann man halt auch dann erst sagen, wie warm es werden soll, weil in diesem Kaltlufttropfen ist es halt deutlich kühler und wechselhaft. Und genau, aber dann nach der Mitte der Woche, also quasi zweite Wochenhälfte, wird sich dieses Höhentief langsam ein bisschen wird das abziehen. Und dann kommt das Hoch aus Südwesten, kommt ein Hoch aus Südwesten. Und das bringt halt immer mehr diese wärmere und heiße Luft nach Deutschland. Und Richtung Wochenende wird sich das Ganze dann nach Nordosten verlagern. Und dann sind dann sehr heiße Temperaturen möglich, von teilweise 35 Grad und vielleicht sogar darüber. Aber es gab jetzt auch schon wieder Kanäle, die wieder Clickbait betrieben haben, auch wetter.net mal wieder. Das haben die ja auch schon in den letzten Jahren immer sehr häufig gemacht. Immer wieder Clickbaiten und ich verstehe gar nicht, warum die das machen. Das haben die absolut nicht nötig, meiner Meinung nach. Die haben den größten Wetterkanal in ganz Deutschland und da machen die trotzdem sowas. Also das hab ich nicht ganz verstanden. Naja. Ist auch egal. Auf jeden Fall kann es dann zum nächsten Wochenende so sein, dass dann das Hoch von dem Tief abgelöst wird. Das heißt also, dass das Tief eine Kaltfront bringt, möglicherweise. Und dann wieder eine schwere Gewitterlage eventuell bringen könnte. Das könnte vor allem nächstes Wochenende passieren, wie gesagt, von Samstag, Sonntag, Montag vielleicht sogar auch, dass es da kräftig knallen könnte. Ich habe jetzt auch schon auf Instagram schon einen Post hochgeladen, von wegen, was halt nächste Woche ansteht. Und genau, da könnte es auf jeden Fall krachen. Das Ding ist, es ist natürlich noch unsicher, es kann sich natürlich noch was ändern, deswegen müssen wir abwarten einfach. Mehr als abwarten kann man auch nicht. Und auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt. Das wäre auch wieder richtig geil, wenn es Wochenende wäre. Dann wäre es ja wirklich ideal. Aber in dieser Luft, wenn da wirklich Gewitter kommt, das ist schon echt krass, muss man echt mal sagen. Wenn das wirklich verbreitet über 30 Grad sind, dann kommt so eine heftige Kaltfront. Das kann eigentlich nicht gerade ruhig vonstatten gehen, sondern das wird mit einem Knall enden. Und dann kann es sogar sein, dass es Richtung Anfang Juli, dass es da eventuell sogar sein könnte, dass es unterdurchschnittlich. Ja, Leute, das werde ich jetzt rausschneiden, das habt ihr jetzt nicht mitbekommen. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt gerade, glaube ich, nicht mehr ganz genau, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall, wie gesagt, möglicherweise gibt es wieder eine Gewitterlage nächstes Wochenende, aber da muss man halt, wie gesagt, abwarten. Man kann das jetzt noch nicht sagen, aber der Trend sagt auf jeden Fall, dass es schwüler wird, feuchter wird und dementsprechend gewittrig wird. Genau. Oder auch gewitterreicher, kann man auch sagen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, als Zusammenfassung zum Schluss, das Gewitter am Mittwoch war einfach mega gut. Ich habe nicht mit so einer heftigen Gewitterlage gerechnet.
Zumal das auch vorher überhaupt nicht irgendwie angeteasert wurde, sondern einfach von wegen, ja, es wird eine gewittrige Woche werden, aber dass es so gewitterig wird am Mittwoch, damit habe ich nicht gerechnet. Von wegen, dass es auch Gott sei Dank nach der Schule war, das war auch Glück gewesen. Also, das ist echt sehr, sehr gut gelaufen und hoffe mal, das geht so weiter. Ich würde mich echt sehr freuen, wenn das am Wochenende auch wieder knallt. Und ja, Leute, und wie gesagt, die Hitzewelle könnte halt möglicherweise ein bisschen später stattfinden durch das Höhentief, was sich eventuell einmischt und dann etwas kühlere Temperaturen bringen könnte. Aber dann zum Wochenende hin wird sich dieses Hoch dann zu uns verlagern und dann weiter östlich von uns liegen, dann halt aus Süden dann diese mächtige Luft halt ansaugen, diese Mittelmeerluft von Afrika und Spanien. Und dann könnte es dann über 30 Grad werden, das verbreitet. Ne? Also da muss man echt aufpassen, was man macht. Nicht so lange in der Sonne stehen, sondern immer schön eincremen. Und ja, auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, das war's von dem Video. Jetzt haut da rein. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und auch auf jeden Fall abonnieren. Nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Vergesst. Damit ihr nichts mehr vergesst auf dem Kanal. Ja, okay, das kann ich. Das geht auch. Nee, das geht nicht. Nein. Nee, auf jeden Fall, wie gesagt. Nächste Wochenende könnte es gewitterig werden zum dritten Mal. Und ja, ich werde das auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch weiter verfolgen. Und da würde ich sagen, ich schneide auf jeden Fall das von vorhin raus, weil das hat sich wahrscheinlich ein bisschen doof im Video angehört. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.